Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Rätselkreuzwortrunde oder so. Ja, es ist weihnachtlich und die Plätzchen sind im Ofen, beziehungsweise nicht mehr im Ofen, sonst würden die verbrennen hier, während ich rätsel. Ich bin mal wieder nicht alleine am Rätseln, deswegen 3, 2, 1, Etüde! So, geht los. Dann schauen wir mal, was wir alles so finden. Strom in Afrika. Ich habe doch keine Ahnung, wie die in Afrika Strom nennen. Ich kann kein Afrikanisch. Nee, das ist es nicht. Okay. Mit Reif bedeckt. Vereist? Auch nicht. Okay. das ist ja interessant. Ausschuss ist ein, ja, Komitee? Nee, oder? Oh Gott. Feldgrenze ist, was mache ich denn hier alles falsch heute? Ungebunden ist frei. Ja, wenigstens das klappt. Dann meinen die bestimmt, nee. Weiß ich noch nicht. Aber den Planeten kriege ich diesmal hin. So, geht doch. Dirigieren ist das, damit ist das gemeint. Okay. Das ist das gewesen. Genau. So. Oh, doch, die meinen das. Komitee, TT. Wasser und Zement ist natürlich dieses, jene. Ups. So rum. Eine Aristokratie. Ja, genau. Was war das nochmal? Neuindische Sprache. Oh wei. Bestimmter Artikel dritter Fall. Ist klar, wenn da am Ende ein M steht. Nest voller Eier. Ja. Weiß ich gerade noch nicht. Abschlusskante. Ist das da? Handarbeit. Was ist denn Kerls? Leute? Nee, ist es nicht gut. Kerls, das sind, ja, weiß ich gerade noch nicht. Fruchtform. Eine Fruchtform? Ne. Okay, Netzballspiel wäre auch Volleyball gewesen und nicht einfach nur Volley. Aufstemmen. Feier. Altgermanischer Wasser. Also heute sind da ja wirklich interessante Sachen dabei. Stockwerke weiß ich wieder. Englisch Alter ist auch klar. Brennstoff. Adams Frau weiß ich jedenfalls noch. Von oben her. So. Das haben wir. Fleischgericht. Ja, das weiß ich auch. Nam, 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 nam. Warte mal, mit Reif bedeckt heißt das? Okay. Na gut. Dauerbestellung ist auch klar. War das? Nee, warte mal. Wie hieß denn das? Alkoholisches Getränk. Könnte gegebenenfalls. Insel-Europäerin ist dasjenige? Das weiß ich schon mal. Hilft mir aber gerade nicht weiter bei dem alkoholischen Getränk. Elegant. Was könnte das sein? Stadt, die würde mich auch mal interessieren. Das Nest voller Eier weiß ich jetzt.
Och Mann. So. Was sind denn die Kerls hier? Was könnte das eigentlich sein? Das Netzballspiel ist dieses da. Geht bald weiter. So. Was gibt's denn für Drogen alles? Was gibt's denn also für Drogen? Ich kenne mich da doch gar nicht aus mit sowas. Erstmal machen wir das Öl weiter hier. Oben stehend. Oben stehend. Bin auch mir noch nicht ganz sicher, was die damit meinen. Fruchtform. Nee, nee. Blüte ist damit auch nicht gemeint. Aber aufstemmen weiß ich. Das ist das. Ich überlege gerade, was ist denn das? Was ist denn das? Ah. Wenigstens haben wir das schon mal. Der Brennstoff ist das da. Okay, den altgermanischen Wassergeist, der fällt mir wirklich gerade nicht ein. Erstmal das. Dann. Ah, so viel fehlt mir jetzt eigentlich ja schon nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher. Nee, da war nicht. Nee, warte mal. So war das. Das war das Wort. Die Aristokratie, die hatten wir auch schon mal. So, dann haben wir das Wort noch. Kerls, natürlich, das ist das. Tatsächlich weiß ich nicht, was da reinkommt. Ich versuche mal diesen Buchstaben. Nein. Ah, okay. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Ah, und jetzt habe ich auch die Droge raus. Das ist doch so. Okay. Ah, dann meinen die das so. Ah, so heißt der. Das ist damit gemeint. Ja, und dann die Fruchtform haben wir auch. Nummer 1, fertig! Oh, welche denn? Nö, nö. Ich würde trotzdem gern wissen, welche fehlen dir denn? Ja, tatsächlich oben stehend ist. Also wenn du Aufstemmen hast, dann wirst du es sicherlich auch, wirst du oben stehend auch verstehen. Und ja, wenn du die Fruchtform hast, dann eventuell auch. Also wenn du eins von den beiden. Da fehlt dir ja aber auch nicht mehr viel. Ja, ich glaube, so lange kann ich noch warten. Mach hinne! Nein, Quatsch. Nein, nein. Ist schon okay. Ja.
Ansonsten. Nee, ich kann das doch nicht einfach so machen. Ich kann doch nicht. Wie bitte? Ah, okay. Ja, dann dürfte ja das andere auch. Was? Was hast du vergessen? Oh. Sind die denn wenigstens schnell gelöst? Was für ein Arbeiter? Ist das schön, Erster gewesen zu sein. Okay, na dann fangen wir jetzt mal mit dem anderen an, mit dem Lösungswort-Rätsel. So. Da muss ich wohl diesmal leider darauf verzichten, das Lösungswort so zu erraten, weil ich ja hier auch gewinnen möchte. Das haben wir auch. Das ist auch klar. Das haben wir. Och, läuft doch gerade. So, Polstermöbel. Ja. Konzentrationsausgleich. Urlaub. Was? Nee, ich weiß nicht mal, was sie damit jetzt gerade meinen. Gebiet ist ein Areal. Strafstoß beim Fußball ist der hier. Einwand. Sauerstoff benötigend. Weiß ich noch nicht. Veröffentlichung, Publikation, nee. Abfolge ist das. Hautöffnung ist das. Bootsteil. Der Motor. Ja, natürlich. Jedes Boot hat einen Motor. Wow. Dann müsste aber eigentlich stehen, dass das hier ein englisches Wort ist, aber ist auch okay. Ich habe es verstanden. Wieder was gelernt. Aerob. Konzentrationsausgleich. Weiß ich noch nicht. Aber ich weiß das. Sehr schön. Das war tatsächlich, der Buchstabe war mehr oder weniger geraten. Das ist das. Huch. Lateinamerikanischer Tanz. Ist der hier. Kathedrale ist. Da kommt nur noch ein O rein. Und dann Anhaltevorrichtung. Ist natürlich auch klar. Atmungsorgan sind die hier. Wild, wackelig gehen, taumeln, nee, klappt nicht. Witzige Idee. Ja, also erstmal weiß ich, was hier reinkommt und hier reinkommt. So. Tiergeschichte. Ah, doch, das weiß ich. Ägyptischer Fluss ist, den hatten wir gerade eben schon mal. Nicht viele, weiß ich auch. Witzige Idee ist dann wohl der hier. Und dann haben wir das Wort wackelig gehen. Ekeln. Nein. Das wäre auch komisch. Natürlich, dann meinen die das.
Grüner Meerrettich. Aha. Hat sich japanisch essen ja gelohnt. Geht dann jetzt. Ja. Freund von Bert. Jetzt mittlerweile können die beiden auch heiraten, wenn sie wollen. Stadt im Ruhrgebiet. Oh. Doch mal was gewusst. Abkürzung für Tangens ist auch klar. Und Schafskäse ist das. Und es ist fertig. Ja. Ich muss nur gerade beim ersten nochmal gucken. Ja doch, das hat auch geblinkt. Alles gut. Ja, komplett fertig. Ja, ich habe ja auch Training, also... Ich nehme dir das nicht übel. Dass du da benachteiligt bist. Wie bitte? Ja, könnte ja sein. Könnte ja sein. Jetzt kann's weitergehen? Was? Okay. Ja, dann erzähle ich mal einen Schlag aus meiner Jugend so lange. Es war einmal. Und tatsächlich wird es wahrscheinlich auch nicht nochmal passieren. Also, was soll's. Ja. Ach, was kann ich noch sagen? Nicht vergessen, morgen ist ein Stream. Wieder mal Pokémon Loading Zone Randomizer Run. Ja. Mache ich mal einfach schamlos Eigenwerbung. So, und ja. Ich könnte natürlich schon mal hier auf die Seite gehen und ich könnte schon mal den OBS einrichten, sodass man das so sieht. Ja, das ist schön. Wunderbar. Und jetzt muss ich dann nur noch auf Rätsel starten drücken, sobald ich das Rätsel starten kann. Muss ich dann eigentlich den Cookies zustimmen oder muss ich das nicht? Das weiß ich gerade nicht. Ich hab Zeit. Nö. Ich warte auf dich. Soll ja fair bleiben. Ja, was kann ich denn noch so alles machen jetzt in der Zwischenzeit? Wie wird das zweite komplett? Es wird nicht komplett grün? Doch. Also das macht auch einmal kurz Blink und dann... Macht das bei dir nicht Blink, wenn du den letzten Buchstaben eintippst? Oh, ich guck mal. Es hatte noch ein einziger Buchstabe gefehlt. Ich nehme dir das gar nicht übel, das passiert mir auch ständig. Da werde ich auch erst immer in den Kommentaren drauf hingewiesen.
So, dann würde ich mal sagen, machen wir mal das dritte los. Oh, ich muss wirklich zustimmen. So, und los. Poetisch für Atem ist das da. Danke an Pokémon dafür. Gewürzständer. Ja, weiß ich noch nicht. Schwermetall. Schwermetall. Ha. Wort der Ablehnung ist auch klar. Speisenfolge ist auch okay. Frech oder anmaßend? Noch nicht. Noch nicht. Männerkurzname. Handwerklich arbeiten, basteln. Machen wir erstmal das. Dann haben wir. Sehr nahe und vertraut. Familiär. Nein, Quatsch. Kartenorakel. Ja. Was haben wir hier noch? Große Warenausstellung. Das ist dieses. Herrscherstuhl ist auch klar. Dunkelblauer Farbstoff. Nee, weiß ich noch nicht. Aber das weiß ich. Frech oder anmaßend? Nee, keine Ahnung. Den haben wir aber, den Männernamen. Frech. Oh Gott, ach so, jetzt weiß ich, welches Wort hier reinkommt. Das da nämlich. Was haben wir hier noch so? So. Der gegorene Traubensaft, natürlich. Ich habe erst gregorianisch gelesen. Aus irgendeinem Grund. Bitterstoff in Getränken, weiß ich noch nicht. Zuchtlos unsittlich. Klingt ja auch schön. Gruppe verwandter Personen. Ist das da? Kleine bunte Zuckerkugeln. Globuli. Nee, das sind's nicht. Pets sind's auch nicht. Es sind auch keine Zuckerkugeln. Nachlass empfangen, das ist das. Okay, Bitterstoff in Getränken habe ich immer noch keine Ahnung. Akustisches Signalgerät. Akustisches Signalgerät. Alarm, Alarm, nee. Roh oder rücksichtslos? Ah, ja, natürlich, das ist das. Fernentlegen, remote im Englischen. Sportlicher Endspurt. Letzte Runde. Dokumentarbericht. Weiß ich auch noch nicht, was die wollen. Französisch Wasser. Habe ich schon wieder vergessen. Aber dafür weiß ich das. So. Maße, Gewichte amtlich prüfen. Nee, das war's nicht. Okay. Was war denn nochmal? Amtlich prüfen, abnehmen. Nee, auch nicht. Tja. Tja. Ich glaube, ich komme hier so langsam nicht so ganz weiter. Jetzt Einzahl oder Mehrzahl? Nordholland. Ich glaube nämlich, das ist das.
Nee, das ist schon mal nicht. Ich dachte jetzt, vielleicht ist das ja Mehrzahl, dann wäre das Regale, aber ist es nicht. Weiß ich noch nicht. Aber dafür weiß ich, was das Lasttier der Wüste natürlich ist. Ja. Zupfinstrument. Was haben wir denn da alles? Wir haben als Zupfinstrument die Gitarre, wir haben das Banjo, wir haben noch ein paar andere Sachen sicherlich. Chemisches Element, selten Erdmetall, eine von den seltenen Erden. Oh, was waren die denn nochmal alles? Ich glaube, so langsam wird es schwieriger hier bei dem Ganzen. Was ist denn eigentlich mein Lösungswort? Warte mal. Ach, bin ich hochgerutscht? Oh nein. Oh nein. Also ich glaube zumindest, ich sollte mal das Lösungswort Buchstaben erstmal rausfinden. Hautbläschen. So, damit haben wir das schon mal. Was haben wir hier? Schicksal oder Geschick? Eine Lobrede. Nee. Nee, ich glaube, das ist auch was anderes tatsächlich. Das ist auf jemanden zu trinken. Und nicht das Gemahl ist natürlich dann das da. Ja, die Gartenblume. Puh. Weiß ich noch nicht. Lobrede ist dann E. Irgendwas mit E. Kurzwort für den Tiergarten ist auch klar. Mit Säure Lauge behandeln. Ja. Das da. Zu keiner Zeit ist auch klar, was das heißt. Papstname. Johannes, Franziskus, wen gab es da noch so? Böse oder schlimm? Ungut. Früherer türkischer Titel. Leider nicht. Was ist der Sitzbereich im Theater? Da gibt es das Parkett, da gibt es die Loge, da gibt es. Ja, oder vielleicht ist das auch im Kino jetzt eher. Nee, ich weiß es da tatsächlich gerade noch nicht. Aber ich glaube, ich weiß das Lösungswort und dann würde hier ein O hin. Ach, das sogenannte. Das da. So, dann ist das hier wahrscheinlich. Achso, das Verpackungsgewicht ist ja das gewesen. Genau, ich komme, glaube ich, wieder ein bisschen weiter. Sitzbereich im Theater. Aha! So, das gab es ja auch noch. Dann ist das das Wort Arg. Oh, schade. Ein B wäre jetzt super gewesen. Oh, nie gehört. Papstname anscheinend der hier. Dunkelblauer Farbstoff ist mir auch klar. Da gibt es ein Plateau in Pokémon, das so heißt. Einwurfpfeilspiel ist da. Ist da. So. Die britische Sendeanstalt. Abkürzung natürlich für die British Broadcasting Corporation oder so ähnlich. Englischer Filmstar ist natürlich dieserjenige. Tschechische Hauptstadt, das weiß ich. Da war ich sogar schon mal. Persönliches Fürwort, zweite Person. Nee. Zweite Person, Mehrzahl. Ja. So.
hier, das meinen die. Das Eichen. Oh, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich raus, welche das sind. Ja, nein. Oh, das ist ein schön langes Wort. Mit den Zuckerkugeln, das hätte man sogar wissen können, glaube ich. Also auch ohne vorgegebene Buchstaben. Treibstoff, Benzin, ja, das ist natürlich der hier. Brasilianische Fußballlegende. Wusste ich jetzt gar nicht mal. Nee, das war's nicht schon wieder. Elege. Wie hieß denn das nochmal? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Okay. Ich weiß, ich hatte den Schauspiel-Ballettschüler schon mal gehabt. Hochachten. Ist natürlich das da. Okay. Alkalische Verbindung ist natürlich die Base. Das ist ja klar. Französisch für Wasser müsste dann... hier müsste ein A hin. Und dann weiß ich es nicht mehr. Okay, dann... Fernentlegen. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, was bei dem Endspurt gemeint ist. Okay, ja. Das war das von Homer. Sehr schön. Aber so richtig weiß ich immer noch nicht. Gewürzständer. Was könnte der Gewürzständer noch sein? Akustisches Signalgerät. Ach, das wird nicht besser. Was könnten die damit gemeint haben? Was habe ich denn noch so für Sachen, wo mir Worte fehlen oder Buchstaben? Hier sieht es eigentlich ganz gut aus derzeit. Was zupft man denn noch so für Instrumente? Geige, Violine, Bratsche, Kontrabass, mehr oder weniger, wenn man denn so möchte. Bass, ja. Also man kann die auch alle zupfen, sollte man vielleicht nur nicht bei allen davon. Also im Jazz findet das zum Beispiel... Warte mal, was haben wir denn hier? Dokumentarbericht im Englischen. Was könnte das sein? Ich kann hier auch wirklich... Also ich könnte höchstens noch das Wasser erraten. Nee. Huch. Nein, auch nicht. Ach, wie hieß denn das nochmal? Ach, genau. Aha. So, jetzt haben wir auch den Dokumentarbericht fertig. Was? Boah. Ich habe hier noch eine ganze Reihe. Nicht. Na gut, dann hast du dich an dem... Siehst du, du brauchtest ein schwereres Rätsel. Ich kann nur bei den leichten besser sein. Aber was ist denn der Bitterstoff in Getränken? Was?
Was könnte das denn sein? Ich weiß auch nicht, was ich mir darunter vorstellen soll gerade. Ja, dachte ich mir schon, aber da ich das Zeug jetzt nicht so gerne trinke, wegen dieses Bitterstoffs. Nee, keine Ahnung, keine Ahnung. Bei dem Zupfinstrument, die ganze Zeit habe ich irgendwas im Hinterkopf, aber nee. Ich komme da nicht drauf. Zupfinstrument. Wie bitte? Ah, okay. Was haben wir denn hier noch? Ja, die Gewürzständer sind auch so eine Sache bei mir. Oder der Gewürzständer. Ich weiß nicht. Wenn ich wenigstens fern entlegen irgendwie, also. Wo fehlt mir eigentlich jetzt noch die 4 gerade? Wo habe ich die denn? Ah, ach so! Ich hätte die halt schon längst eintragen können. Warte, was? Wow. Aber in dem Wort Amorale steckt auch das Wort Amor drin. Also ist das. Ach, der. So, passt das zusammen mit dem unsittlich. So. Okay, bei Gewürzständer passt eindeutig Metall rein, wird's aber nicht sein. Zupfinstrument. Nee, das wäre auch komisch. Weißt du, was ich dir gerade in dein Getränk getan hätte? Chitin. Ja, ist aber nicht ganz. Das stimmt, ja. Und jetzt komme ich auch weiter in dem Ganzen. Ah, okay. Doch. Aha, so wird die geschrieben. Ups. Ja, langsam wird es was. Jetzt fehlt mir nur noch fern oder entlegen, wenn ich das richtig sehe. Boah, das ist ja ein komisches Wort. Weit ab. Fernab kenne ich, aber nicht weit ab. Na okay, ja, ging doch sogar in unter 20 Minuten. Mensch, Mensch. Ja, und damit haben wir den heutigen Tag auch wieder rumgekriegt. Und insgesamt ist das Video gar nicht mal so lang geworden. Zwar Überlänge, aber ja, geht. So, ab jetzt geht's wieder ab in die Küche und euch wünsche ich noch einen schönen Rest vom Tag und ja, ich hoffe, ihr. Ach, warte mal, jetzt ist es richtig ge. Ist ja auch egal. Also ich wünsche euch jedenfalls einen schönen Rest vom Tag und wir sehen uns dann gegebenenfalls morgen. Gegebenenfalls sogar mehrfach. Bis dann.